Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn europäisches Recht in nationales Recht umgesetzt wird, müssen wir immer unterscheiden bei der Bewertung, was ist das, was in Europa schon entschieden worden ist, und was ist das, was wirklich in der Umsetzung vor Ort zu entscheiden gewesen ist. In diesem Fall des vorliegenden Versicherungsaufsichtsgesetzes ist die Umsetzung in Deutschland ganz in Ordnung. Die Bundesregierung hatte hier auch nicht viel Spielräume, etwas falsch zu machen, sondern nur wenige Wahlrechte. Aber das Problem ist, dass die Richtlinie selber schlecht ist. Deswegen haben wir Grünen sie in Europa auch abgelehnt. Und deswegen wird auch die Grüne Bundestagsfraktion diesem Gesetz nicht zustimmen. Und wichtig ist dann auch noch mal zu schauen, wer ist eigentlich schuld daran, dass sie schlecht ist. Und da müssen wir dann auch über die Rolle der Bundesregierung gleich noch mal ausführlich reden. Aber zunächst zur Umsetzung. In Deutschland. Wir unterstützen den Ansatz, die weitgehenden Befugnisse der BaFin über die Versicherung aufrechtzuerhalten, damit sie gegen allgemeine Missstände vorgehen kann. Und die Finanzaufsichtsbehörde BaFin muss jetzt diese Rolle ernst nehmen und vor allem das Hauptziel des Versicherungsaufsichtsgesetzes stärker in den Fokus rücken, den Schutz der Versicherten. Richtig ist auch, dass versucht wird, mit der neuen Regulierung keine Konzentrationstendenz im Markt hervorzurufen, sondern die Anforderungen an die Unternehmen, an der Größe dieser Unternehmen auszurichten. Wir Grünen haben deswegen unterstützt, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch Erleichterungen für kleine Unternehmen bei den organisatorischen Anforderungen vorgenommen haben und dass wir das auch noch mal evaluieren wollen. Schwächen gibt es allerdings auch bei der Umsetzung, nach wie vor bei der Beaufsichtigung der Vermittlungstätigkeit. Nun aber zur Richtlinie selbst. Die Logik der neuen Regulierung stammt noch aus der Zeit vor 2008, also vor Ausbruch dieser Finanzkrise. Und die Anpassungen, die seither vorgenommen wurden, haben es teilweise noch schlimmer gemacht. Ich will das im Einzelnen darlegen. Zunächst ist da die grundlegende Vorgehensweise von Solvency II. Wir wechseln von einem regelbasierten zu einem prinzipienbasierten Aufsichtsansatz. Es geht um risikoorientierte Eigenkapitalunterlegung, um die Nutzung interner Risikomodelle, um Marktbepreisung, Marktpreisbewertung der Anlagen. Viele Sachen, die den meisten Menschen wahrscheinlich nicht viel sagen werden. Ich will es deswegen auf eine Formel bringen. Die Versicherungsregulierung wird komplexer, für die Unternehmen flexibler, für die Aufsicht komplizierter. Und im Ergebnis leidet die Stabilität der Finanzmärkte. Vor allem aber wird eine wichtige Lehre aus der Finanzkrise ignoriert, dass nämlich der Blick auf das einzelne Institut, man spricht da von der mikroprudentiellen Aufsicht, nicht ausreicht, sondern dass man auch die Rolle des einzelnen Instituts in dem gesamten Finanzmarkt sich anschauen muss, die sogenannte makroprudentielle Aufsicht. Und genau da stimmt Solvency II nicht. So warnt die Bundesbank, dass, ich zitiere, unter Solvency II ein Spielraum für makroprudentielles Handeln kaum vorhanden ist. Die Kapitalanforderungen seien nicht darauf ausgelegt, von Versicherungsunternehmen ausgehende Risiken für das Finanzsystem direkt einzubeziehen. Zitat Ende. Wir haben damit eine neue Versicherungsregulierung, die einer veralteten Logik folgt, und das ist richtig ärgerlich. Nun wurden ja nach Ausbruch der Finanzkrise noch Aktualisierungen vorgenommen, und es kam dabei zu üblen Verschlimmbesserungen. Erstens wurden Erleichterungen bei den langfristigen Garantien eingeführt. Da gab es zwar tatsächlich Korrekturbedarf, die Bewertung langfristiger Garantien wäre aufgrund der Marktpreisbewertung unangemessenen Schwankungen ausgesetzt. Deshalb ist richtig, dass die Gefahr prozyklischer Wirkung gedämpft werden sollte. Doch statt hier an die Ursache ranzugehen, haben die europäischen Regierungen die Wunschliste der Versicherungslobby umgesetzt. Insgesamt kam es zu 200 Milliarden Euro Entlastung bei dem regulatorischen Eigenkapital. Das ist eine viel zu hohe Entlastung im Vergleich zu den ursprünglich durch Solvency II vorgesehenen Regeln. Das kritisiert auch die Deutsche Bundesbank. Das kritisiert auch der European Systemic Risk Board, also genau den Rat, den man eingesetzt hat, damit man nach der Finanzkrise endlich zu besseren Finanzmarktregeln kommt. Und die Kritik äußert auch die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA. Sie warnt, dass so Anreize für risikoreiches Verhalten der Versicherungsunternehmen gesetzt werden. Die Versicherungslobby ist allerdings mit dem neuen Regelwerk ganz zufrieden.
Und da sehen wir das ganze Drama der europäischen Versicherungspolitik. Die europäischen Regierungen tun zwar so, als wollten sie alle Finanzstabilität. Aber wenn es konkret wird, dann, wenn es bei der Gesetzgebung um die Details geht, die die Öffentlichkeit nicht mehr verstehen kann, dann hören Sie auf die Versicherungslobby und nicht auf die Empfehlung unabhängiger Experten und Aufsichtsbehörden. Wozu haben wir denn diese Gremien eingesetzt, wenn die Regierungen nachher doch auf die Lobby hören? Das zweite Beispiel sind die Festlegungen der Kapitalanforderungen für Verbriefungsprodukte. Es ist ja durchaus richtig, dass wir den europäischen Verbriefungsmarkt nicht kaputt regulieren sollten. Ist es dafür aber notwendig, die ursprünglich von den Versicherungsaufsehern vorgeschlagenen Kapitalanforderungen um bis zu 75% zu reduzieren? Nein, das ist nicht notwendig. Auch hier wieder klare Kritik der Bundesbank, und ich zitiere: Regulatorische Maßnahmen sollten nicht für andere wirtschaftspolitische Ziele, zum Beispiel die Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes, herangezogen werden. Zitat Ende. Wann hören Sie endlich auf, auf Vorschlag des Lobby den Finanzmarkt zu pampern? Hören Sie doch auf die unabhängigen Experten und setzen Sie stabile Regeln. Das dritte Beispiel ist die Übergangszeit. 16 Jahre. Das ist extrem lang. Und da wird ersichtlich, dass es nicht irgendeine andere europäische Regierung war und irgendeine andere Lobby, sondern dass sich hier insbesondere auch die deutsche Versicherungswirtschaft durchgesetzt hat. Ich zitiere erneut die Stellungnahme der Bundesbank. Die schrittweise Einführung von Solvency II durch eine sogar 16-jährige Übergangsphase stellt insbesondere für die deutschen Lebensversicherungen eine bedeutende Entlastung dar. Allerdings sollten die Lebensversicherer bereits jetzt ihre Kapitalbasis stärken. Zitat Ende. Die deutschen Lebensversicherer arbeiten durchschnittlich mit weniger als 2% eigenem Kapital. Selbst wenn man die Besonderheiten dieses Geschäftsmodells berücksichtigt, ist das deutlich zu wenig. Und diese Bundesregierung hat nichts Besseres zu tun, als den Wünschen der Lobby zu folgen und den nötigen Eigenkapitalaufbau weiter in die Zukunft zu schieben. Es ist skandalös. Das ist doch genau wie bei den Banken auch. Ich habe hier in der letzten Legislaturperiode praktisch bei jeder Rede gesagt, die Eigenkapitalbasis der deutschen Banken ist zu niedrig, da müssen sie etwas tun. Und sie haben dann genau das nicht getan. Und dann kam erst die Europäische Zentralbank mit ihrem Bankenstresstest und hat die Anforderungen noch mal nach oben getan und damit genau unsere Kritik bestätigt. Und inzwischen sind ja Sie auch dafür, dass man das Messer macht. Beim Versicherungsteil müssten Sie mal früher anfangen. Und ich will hier noch ein weiteres Beispiel nennen, auch wenn es sich jetzt nicht auf genau dieses Versicherungsgesetz bezieht, aber das muss in diesem Zusammenhang genannt werden. Als wir vor 2 Jahren hier das SEPA-Begleitgesetz verabschiedeten, in dem es eben auch um Versicherungen ging, lag einer Regelung dieses Gesetzes ein Gutachten zugrunde, das der Versicherungsverband GdV in Auftrag gegeben hatte. Gemeinsam zwischen Aufsichtsbehörde BaFin und GdV wurde in einer Arbeitsgruppe die Gesetzgebung vorbereitet. Unabhängige Experten, Vertreter der Verbraucherseite oder gar die kritische Öffentlichkeit waren bei der Vorbereitung des Gesetzes nicht vorgesehen. Und als uns dann das Gesetz vorgelegt wurde, hat man uns von dieser Zusammenarbeit zwischen Lobby und Aufsehern in der Vorbereitung des Gesetzes nichts gesagt. Bis heute ist das Gutachten nicht öffentlich zugänglich. Das sind die Strukturen der Machtwirtschaft, Staat und Lobby Seite an Seite. Mit einer Marktwirtschaft, wo der Staat die Regeln für die Unternehmen setzt, hat das alles nichts mehr zu tun. Wir können hier noch 1000 Finanzmarktgesetze verabschieden. Solange sich diese Kultur nicht ändert, in der die Branche sich quasi selbst die Regeln gibt, in der Regierung und Lobby trau zusammenarbeiten und gemeinsam Öffentlichkeit und Parlamentarier austricksen, solange das so ist, werden wir nie Stabilität am Finanzmarkt haben. Danke. Das Wort hat nun der parlamentarische Staatssekretär.